So, Rebe, gib mir die Sachen oder spreng dein Kind. Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Du musst jetzt schlucken, dass du verloren hast. Ja, schluck mal. Weil du die Wahl manipuliert hast. Nein, die Wahl war nicht zu manipulieren. Das war ja das Ding, man kann die Wahl nicht manipulieren. Digga, wir sind in Minecraft, das geht sogar noch einfacher als in Real Life. Ja, aber ich kann dir sagen, es ist nicht passiert. Wir hatten Joe als unabhängigen Kontrolleur dabei. Das ist für mich kein Proof. Als ob so ein Spark of Phoenix... Okay, Patrick, die Wahl wird dann neu gemacht, ja? Wenn Neuwahlen dran sind an der Stelle, okay? Oder wenn er nachweisen kann, dass wirklich eine Manipulation stattgefunden hat. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, eben. Das kann er auch nicht nachweisen, weil es nicht der Fall ist. Also brauchst du dir auch gar nicht irgendwas aus dem Arsch ziehen, Alter. Gut, Und du brauchst doch keine Mafia. Nein, es braucht kein Gegenfeuer. Kannst du nicht einfach akzeptieren, dass sich null Leute gewählt haben, weil du einfach Scheiße bist? Nein, kann ich nicht. Gut, das musst du aber jetzt einfach akzeptieren. Dich wollte niemand wählen. Du hast nicht mal ein Wahlprogramm gehabt. Du warst nicht mal an dem Wahlabend da. Was erwartest du denn, Alter? Was denkst du denn, Junge? Patrick, außerdem sage ich dir eins. Wir werden Trimax beschützen. Oh nein, ihr seid jetzt... Oh nein. Nein, Trimax hat seine Leibgarde, Alter. Der hat sein Secret Service. Weißt du, was ich meine, Patrick? Du warst noch nie Bürgermeister und du wirst auch nie einer sein. Ja, ist okay. Das ist eh nicht so ein Amt für mich, glaube ich. Ihr habt bei mir gegrieft? Haben wir bei dir gegrieft, Alter. Warum habt ihr bei mir gegrieft? Wir haben nicht bei dir gegrieft, Mann. Guck mal, Digga, du kommst hier wieder rein und machst wieder nur Ich hab doch gerade einen Clip im Stream gezeigt. Ich hab noch nichts gemacht. Ich war doch nur bei dir. Ja, irgendwas. Ich hab gegrieft gesagt. Ja, Reefed ist meine Minecraft-Freundin, ja und? Ja, ist mir schon klar, aber ich meine gegrieft. Wir werden demnächst heiraten in der großen Kathedrale, Petrit. Und du bist nicht eingeladen. Ihr werdet heiraten. Ja. Guck mal, wenn du jetzt eine Mafia machst, dann verlierst du wieder sämtliche guten Beziehungen zu dir, die du dir aufgebaut hast, weißt du? Okay, Patrick, ich sag dir jetzt eins, es wird keine Mafia geben. Kannst sagen, was du willst. Nee, es wird keine Mafia geben. Weil falls du eine Mafia gründest, werden wir das verhindern. Und einer beschützt ihn immer. Verstehst du, Patrick? Du hast keine Möglichkeit, irgendetwas dem rechtmäßig gewählten Bürgermeister anzutun. Okay. Junge, Alter, das kann doch nicht sein. Ja, Kevin, was machen wir da? Was machen wir jetzt mit ihm wieder? Keine Ahnung, ich würde jetzt einfach erstmal abwarten. Ich habe halt keinen Bock, dass er wieder irgendwie Mafia, irgendwas hin und her. Da habe ich gar keine Lust drauf, Alter. Es macht halt wieder so viel Stress. Early Boy ist doch Polizeichef. Und ich meine, allein die Ankündigung, dass er so etwas gründen möchte, weiß ich nicht, ist ja eigentlich schon strafbar. Kann man ihn dann nicht eventuell zumindest schon mal pro forma in Untersuchungshaft bestecken? Und da Klim ja am Gefängnis dran ist, schauen wir mal, Leute. Also ich bin mal gespannt, Alter, wie sich das mit Patrick weiterentwickelt. Weil das Ding ist halt, ich spüre, dass wir mittlerweile alle so OP sind, dass es Zeit für das große Rollenspiel wird, Kevin. Du fühlst es auch, oder? Muss es endgeklärt werden. Ja. Kann ein Lama in ein Minecart? Mach's gut, kleiner Mann. Fahr los. Bei deinem Fahrstuhl. Oh. Mal kurz her. Hoffentlich stirbt das Lama nicht. Was denn? Ja, ich komme. Ja, er hat jetzt erstmal nichts mehr. Doch, er hat ein paar Sachen, aber die gebe ich ihm nicht. Okay, du hast dein Grab geschaufelt. Patrick, Du wolltest gerade meinen Villager entführen, ne? Dann hatten wir die Natur wieder, Patrick, einfach in die Karten gespielt, mein Gutester. Patrick, es ist traurig, es ist wirklich traurig. Die Mafia, Leute, die Mafia, das ist wirklich die Lache. So, schauen wir mal ganz kurz. Da ist mein Lama, es hat geklappt! Geil! Alter! Hey, voll geil. Mein Lama ist einfach da oben gekommen, mega geil. Das ist Kendrick Lamar, Kendrick Lama. Verstehst du? Der Bahnhofsvor-Mitarbeiter. Ja. Alter, Joe, vielen, vielen Dank, Mann. Oh, Leute, Alter. Das ist wirklich peinlich, Mann. Die Mafia kommt. Ja, er hat sogar meine Schaufel noch, dieser Schweinehund. Endlich kriege ich meine ganzen Sachen zurück. Nice one. Patrick ist laut und unsichtbar. Basti, lass mal vorsichtig sein. Patrick ist unsichtbar. Ja. Ich werde einfach so tun, als wüsste ich das nicht. Aber ich könnte mich auch einfach unsichtbar machen, um reinzutrollen. Hast du das? Er brennt. Oh. Ich habe ihn getroffen. Oh. Wo ist er? Ich sehe ihn. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist er? Unten irgendwo. Er hat direkt gebrannt. Hey, Lord, er ist drin. Er ist hier. Wo? Glaube ich. Was für ein Bot, Alter. Er ist runtergejumpt. Er ist unten bei Spark. Er ist abgehauen, Alter. Was für ein Bot. Ohne dass ich seinen Stream gucken wusste, habe ich ihn direkt gerochen, Alter. Unehrenmann, dass ich ihn ohne Grund kille. Er möchte bei mir reinkommen, mich umbringen. Unehrenmann, dass ich ihn kille. Genau. Ihr verblendet. Ja, macht keinen Sinn. Sind seine Zuschauer. Digga, macht seine gar Zuschauer keinen Sinn. Geh da gar nicht drauf ein. Was denn, das Ding ist halt auch, selbst wenn er mich jetzt tötet. Bist du jetzt zur Not noch da, weißt du, was ich meine? Ja, ich bin noch da, aber ich muss halt schnell dann bei dir sein. Du bist ja direkt in der Nähe. Er ist hier auf dem Dach. Hier sind Partikel. Ja? Ja, hier waren Partikel. Hab ihn gehittet. Ja, er ist tot. Hast du das Zeug? Nimm dir mal die Tränke. Alles Poison-Tränke. Alter, der wollte Partikel.
Leute, das ist doch einfach nur noch peinlich, oder? Das ist doch wirklich einfach nur noch peinlich, Mann. Das ist die peinlichste Mafia, die es in ganz Minecraft gibt, Patrick. Wieso krieg ich meine Sachen ein? Was? Seid ihr behindert, Alter? Was geht jetzt hier ab? Rebi, du hast doch keinen Geburtstag. Ich hab auch keinen Geburtstag. Hä, was soll die Scheiße? Yo, Rebi, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, Mann. Alles Gute zum Geburtstag, Rebi. Warte mal ganz kurz, ich lock mich mal ganz kurz aus. Hä, was geht hier ab? Seid ihr behindert, Alter? Bisschen zu spät. Hä, seid ihr dumm? Ich hab keinen Geburtstag, Chat. Lasst mich in Ruhe, Mann. Was ist das denn? Ah. Hä? 3 Millionen Abonnenten, ah. What the f***, Alter, ja. Junge. Guck mal, Pette, 3 Millionen, das hast du nicht. Ich kann gar nicht. Junge, wie geisteskrank, Alter. Da hat einer in den Chat von Petri geschrieben, Petri tut mir voll leid, weil er sowas nicht kennt, weil er keine Freunde hat. Möchtest du nicht, Simi? Warum nicht? Kevin? Ja, bitte? Hier ist noch richtig viel Kuchen, hast du Bock? Ja, Junge, ich hab richtig Bock auf Kuchen, Alter. Der wiegt aber bestimmt 4 Kilo, Butter-Sahne-Torte. Alter, genau das Richtige für mich. Das kam jetzt so überraschend, Alter. Ja, mega, Leute. Vielen Dank, Alter. An der Stelle ausdrücklich Prime Ninja, ihr wisst Bescheid. Let's go. Revi, du sollst dich in Acht nehmen irgendwie. Da wird wieder ein Angriff auf dich geplant. Oh. Achtung! Hast du gehört? Hier sind irgendwo Laser zersprungen. Von wo? Er versucht's. Er ist bei mir. Aber er trifft irgendwie nicht. Alter, was für ein Opfer. Hier oben kann er es halt nicht treffen. Da oben, oben auf dem Dach. Er ist hinter mir, glaube ich. Er hat mich getroffen. Vorsichtig. Wo ist Olaf? Ihr braucht, glaube ich, meine Hilfe nicht, ne? Ihr regelt das ja schon. Ja, er ist hier irgendwo. Wo ist der? Hier vorne am Grab, ich habe seine Fußspuren gesehen. Er hat irgendwo wieder was geworfen. Ich habe ihn einmal gehittet. Hier, ist er irgendwo. Ja, hier. Oh, lol. Was für ein Opfer. Was für ein dummes Opfer. Ja. Und jetzt verpisst er sich wieder, oder was? Okay, Rebi, krieg ich einfach meine Sachen zurück? Nein, Alter, allein für die traurigen Aktionen, die du gerade abziehst, nicht, Digga. Was ist denn das für ein... Digga, du bist die lächerlichste Mafia, die ich von dir jemals gehört habe. Die Mafia steht da noch gar nicht. Pette, das ist einfach nur sehr, sehr sad. Ich hätte die Macht. Ich habe genug Macht. Nein, du hast aber gar dann, nichts. Dann, du hast aber gar, dann weinst, Digga, du triffst ja nicht mal, Alter. Dann weinst du aber wieder. Na, Patrick, ich sag dir jetzt eins, ein Angriff noch, Digga, und ich sprenge deinen Turm wieder. Okay? Warum darfst du sprengen und ich nicht? Natürlich darfst du. Bei Revi ist Sprengmeister. Wenn du meinen Turm anfasst, dann... Was dann, hm? Dann ist dein Haus weg. Überleg mal, Digga, du gehst hin und möchtest jemanden entführen, dann fällst du runter und brichst dir deine Knochen, wirst im Krankenhaus wieder belebt, aber dein ganzes Tatwerkzeug und alles, was du für die Entführung hättest gebraucht, haben einfach die Leute, die du entführen wolltest, genommen. Warum akzeptiert Patrick einfach nicht Max als Bürgermeister und schließt sich uns an? Ja, richtig. Er will seine Niederlage einfach nicht fressen, Alter. Guck mal, wir chillen einfach so crazy in hier. Wir chillen in hier so crazy, Leute. Wir sind so am Chillen, Mann. Wir machen es anders, Leute. Ich werde eine Anzeige bei Oliver ausfüllen. Statt TUS. So, wir gehen in den RP-Modus. So, Rebi, gib mir die Sachen oder spreng dein Kind. Patrick! Eine Bewegung. Wenn sich jemand einmal nur bewegt in meine Richtung, spreng ich hier. Gut, wenn du mein Haus sprengst, Patrick, dann... Ich sprenge! Okay, wenn jemand einmal bewegt, okay. Nein, werde ich nicht machen, weil du bist dumm gestorben, Alter. Du bist einfach dumm gestorben bei dem Versuch, mein Kind zu entführen, Alter. Hä? Warte, bewegt sich noch einer in meine Richtung, spreng ich! Warte! Ich will, dass du Basti wegbewegst. Hör auf, Basti, Mann, ich schwöre! Basti, weg da, Basti, ich weg! Ich hab 2 Stacks DNA! Basti, geh mal da weg! Nein! Okay, ich hol jetzt mein TNT. Digga, ich hab unendlich viel TNT, Digga. Basti, ich hab mein TNT abgebaut, entschärft und ihn getötet. Oh, entschärft! Ich hol jetzt Neues! Ich hab jedes Jahr Neues! Ich hol jetzt Neues! Kevin, sag mal bitte ruhig. Er konnte halt nicht mal sprengen. Er konnte dann nicht mal sprengen, weil ich der größte Bimbo hier bin. Der Maul, Alter. Du hast gerade deine Chance, Rebi. Ich hab doch gar nichts gemacht, Alter. Ja, dann bring ihn doch da weg, Mann. Ich hab doch gesagt, Basti ist ein eigenständiger Mensch. Ich kann doch nichts dafür, wenn er weggeht, Alter. Wenn gib ihm Hausverbot. Nein, das ist mein Haus. Ich entscheide, wem ich hier Hausverbot gebe. Und du kriegst jetzt Hausverbot. Dann gib mir einfach meine Sachen und du kennst dich. Sachen nicht, du wolltest mein Kind entführen, Mann. Okay. Gut, dann haben wir... Okay, verstehe schon. Wie man die an. Mach ich mir eine kleine Rüstung, damit ich einen Pfeil aushalte. Ich raff das halt nicht, Alter. Warum f***st du mich heute den ganzen Tag schon wieder ab? Okay, warte. Du hast mir die Sachen genommen. Also mein wertvollstes... Alles Wertvolle hast du. Du hast sogar noch meine Schuhe an, du Mistgeburt! Halt mal den Ball flach, Junge. Du hast meine Schuhe, meine Pickaxe und meinen Brustpanzer. Warte. Halt deine Fresse! Dann nimm die Halt deine Fresse!
Halt einfach nur blöd. Deine Fresse! Du hast du meine Schaufel, Tieke. Du hast meine Sachen immer noch, die ich dir einfach überlassen habe, nachdem warte, du chill. Mehrfach versucht hast, mein scheiß Haus zu griefen, Alter. Revi, und da wolltest du Revi. In dem Moment, halt deine Fresse! In dem Moment wolltest du gerade oben mein scheiß Kind töten, Alter. Wollte ich nicht, hab ich nie gesagt. Das hab ich nie gesagt. Mm, du hast hier oben deinen Villager, also. Mm, ich, und dann jumpst du runter wie ein Bot auf den Boden. Ich habe keinen Respekt vor dir. Ich habe keinen Respekt vor dir. Ich spucke auf dich. Dann behalt doch die Sachen, die dir gehören einfach und gib mir den Rest. Nein, werde ich nicht tun, weil du sonst nicht dazu lernst. Du lernst nicht dazu. Du lernst nicht dazu. Du kommst jeden verdammten Stream, kommst du beim anderen machst Scheiße. Und du nee, machst ich hab noch es nicht. Ich sag's zwar, aber solange ich... Du hältst nicht die Klappe, blöde Zicke. So. Digga, ich kam in den Stream, ich hab noch gar nichts gemacht. Ich hab mich gekillt, meine Sachen behalten, alles was wertvoll ist. Klar, behalt deine Schuhe. Aber wenn du mir die gegeben hast, behalt die und gib mir die Sachen, die mir gehören, die ja, ich gefarmt habe. Ja, geh dir wieder einen lächerlichen Unsichtbarkeitstrank bei Rotpilz holen, du Schweinehund, Alter. Dann gib mir die Sachen. Nein, du kriegst deine Sachen nicht wieder, ich behalte sie jetzt einfach. Und ich habe ein paar deiner Sachen, hab ich nicht mal. Die haben sogar schon andere Leute, Petrit, weil mein Inventar voll war. Basti hat ein paar deiner Sachen. Und weißt du was, Kevin hat auch ein paar deiner Sachen. Ist das so? Dann wirst du wohl bei denen auch sprengen, Petrit. Dann spreng ich bei allen drei. Ja, dann spreng bei uns allen drei, dann mach das doch, Digga. Dann mach das doch, dann spreng bei uns allen drei. Dann sprengen wir uns allen drei. Dann sprengen wir bei uns allen drei. Wir sprengen bei allen drei. Bei allen drei, da sprengen wir so frei. Da sprengen wir und bauen es wieder auf. Wir bauen es wieder auf. Dann sprengen wir wieder ein. Bei allen drei. Bei allen drei. Da sprengen wir gern rein. Und ich soll jetzt nicht sprengen. Hört ihr euch eigentlich selber zu, was ihr gerade redet? Ich muss gleich, heute Abend mache ich noch Reef in Minecraft. Richtig weg, Alter. Richtig in ihrem Minecraft. Alter! Komm, Petrit! Okay. Komm, komm! Okay, das war jetzt wieder ein bisschen. Ich hab gar keinen Respekt vor dir. Kein Respekt. Kein Respekt, Petrit. Gar keinen. Ja, jetzt musst du deine Strafe aber auch hinnehmen. Aber Basti hat was von deinen Sachen und der wohnt bei Kevin. Da musst du da wohl auch sprengen. Oder hast du Angst, bei Kevin zu sprengen? Okay, Kevin, ich muss 5% bei dir sprengen. Tut mir leid. Oh, guck mal, jetzt ist er nämlich in die Enge getrieben. Der arme, arme junge Mann. Boy. Petrit! Petrit, ich verbrenne deine Sachen auf dem Dorfplatz. Basti, Petrit ist wieder bei mir im Haus. Kommst du auch? Dann feiern wir eine Party zusammen. Ach, Mensch. Wann bist du da? Ich bin unterwegs. Okay. Petrit, du kleiner Nuschelkopf. Guck, es macht doch gar keinen Spaß mehr, wenn es immer das Gleiche ist. Kommst du hin, kriegst du nicht hin, was zu reißen. Ich will ja gar nichts machen. Ich will doch, nur du willst Sachen. Was machen. Du willst was kaputt machen. Und wenn ich dir die Sachen wiedergebe, dann entführst du meinen Elefant. Sohn. Und das will ich nicht, weil ich hab meinen Sohn TNT ganz doll so allerhand. Petrit, sag mal. Geht's dir, Petrit, alles in Ordnung? Oh Mann, Alter. Ich kann das nicht ernst nehmen, Leute. Mir tut's ja selber auch leid. Chuck-Gang-Buck. Er will nicht mehr handeln, ist glaube ich schon die Uhrzeit vorbei. Er ist wieder gestorben. Er hat ein bisschen was von meinem Haus gesprengt tatsächlich. Dann ist es an der Zeit, glaube ich, sich jetzt dafür rächt man sich doch, oder Chat? Also man rächt sich doch jetzt, oder? Jetzt doch Zeit für Rache, oder? Macht man das so? Funktioniert das hier so, Leute? Ja? Warum Rache? Rache? Du hast angefangen. Dann machen wir jetzt ein ganzes Haus kaputt. Okay, wenn ihr das sagt, Chat. So, und jetzt verbrenne ich deine Sachen, weil du nämlich mein Haus gesprengt hast. Upibu. Fangen wir an mit deinem Helm. Aqua Affinity Mending Projectile Protection 4. Hier liegt der Helm und da liegt das Schwert. Die Lava obendrauf. Und? Das fällt mir nicht schwer. Oh, 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 oh. Ach, Petrit, Alter. Basti, ja? Ich schenk dir was. Diesen Helm und dieses Schwert, das ist jetzt deins. Okay? Oh, danke schön. Bitteschön. Ich wollte eigentlich heute die Kathedrale bauen. Aber irgendwie ist mir was dazwischen gekommen. Ihr kennt das doch, oder? Ey, Rewe, du weißt, wie emotional ich bin. Ich dreh dann gleich durch, ne? Wenn du mich so weiter triggerst. Du kennst mich seit 8 Jahren. Ich vergesse das. Dich doch nicht. Habt ihr schon mal einen Wasserkocher genommen, der so richtig... Ja, ein kochender Wasserkocher. Sag mal so, Rewe ist dabei, den Teekessel zum Pfeifen zu bringen. Der pfeift schon eigentlich, ich hört noch nicht gerade. Mhm. Schade, oder? Was machen wir jetzt da? Ich weiß auch nicht, Leute, ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Vielleicht ist es an der Zeit, ihm zu erklären, dass halt so CrowdTech nicht funktioniert. Mir schreibt jemand, wenn Petrit unbedingt was sprengen will, dann soll er doch den Berg am Rathaus sprengen. Richtig. Du hast ja noch 64 TNT, hast du ja noch, ne?
Ein bisschen mehr. Gut, du nimmst all dein TNT und kommst damit zu mir. Mhm. Und dann sprengst du den ganzen Berg, den ich hier gerade per Hand abbaue. Warum? Damit ich das nicht per Hand abbauen muss. Nein, mach ich nicht. Okay, dann kriegst du deine Sachen nicht wieder. Das wäre ein cooler Move gewesen, weil das TNT hättest du dir auch einfach schnell wieder selber farmen können. Weißt du, ich komme dir sogar mit echt einfachen Möglichkeiten entgegen. Und das ist das Ding. Warum hast du nicht gesagt, Patrick, wenn du jetzt ein TNT nimmst und mir hilfst, den Berg wegzusprengen, kriegst du deine Sachen zurück? Habe ich doch genauso gesagt. Nein. Ist doch ein Win-Win. Der Berg? Oh, ziemlich groß. Wenn du mir jetzt hier ein bisschen hilfst, Patrick, kommen wir auf einen grünen Zweig. Was sagst du? Hat er keinen Bock zu. Nee, will er nicht, ne? Hast du Pech gehabt? Patrick. Ja, Digga, ich bin auf dem Weg, Rivi. Hör mal auf, bitte mich zu triggern. Patrick. Komm schon, Patrick. Ist geil, wie das triggert. Weg hier, weg. Nein, ich nehm das nicht. Komm, gib her. Ich weiß nicht, wie das geht. Hier, nimm das TNT. Nein, ich nehm's nicht. Mach's, los, komm. Ja, wie erklär mir, wie das am besten geht. Da oben, das muss weg und das hier unten. Wie du es jetzt machst, mir egal. Zeig mal, steck mal ab, ich will sehen. Hätte das, dieser ganze Halbkreis hier, Mann. Ich mach das jetzt eben. Warum ist hier so eine Zündung? Nicht so viel wasten, Patrick, du hast nicht so ich viel Ich weiß nicht, TNT. Wie das geht. Das reicht erstmal. Oh, ey, Mann, mach das doch hier, könntest du doch viel besser machen. Wer zündet Die Emeralds. Ist nicht so effektiv, wie du siehst, ne? Dann musst du dir was anderes überlegen. Macht ja auch keinen Sinn, weil guck mal, das fällt ja runter. Du musst ja einen Block drunter setzen, Patrick. Ey, guck mal, ich geb dir einfach die Sachen, mach du dort. Was macht er denn? Wo geht er denn hin? Er will's nicht machen, ne? Okay, krass. Na gut. Er hat einfach keinen Bock. Er hat einfach keinen Bock, sich hier einzugliedern. Er will eine neue Base bauen. Er packt gerade seinen Krempel. Patrick verlässt also jetzt die Stadt. Also verstehst du richtig, er hat gerade quasi aufgegeben. Meinung dazu, Kevin? Da haben wir schon so Ruhe, ne? Aber auch ein bisschen schade, oder? So, gönn dir. Kann noch jemand Antonio, von euch schlafen gehen? Mein Teuerste, ich hab dich vermisst. Ey, Reed, wieso ignorierst du mich eigentlich? Warte mal, Patrick, ich hätte dich überhaupt nicht. Ja, würde ich auch nicht ändern. Ah, wie geil. Das war so sechs. Antonio, ich hab dich echt vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Dankeschön. Für die Zeit. Antonia, wenn jetzt zum Beispiel so eine höhere Macht kommen würde, ne? Und den Ultimat stellen würde, wen du Fashion, wie ihr das nennt, keine Ahnung. Mit wem würdest du eher Fashion? Einfach rein optisch, unabhängig vom Beziehungsstatus und alles, einfach so charakterlich. Das ist massiv und das werde ich nicht beantworten, das ist ja massiv unangenehm. Das ist der aber das ist Ding ist... So, der so absolut disrespectful. Das Ding ist halt, weißt du, was das Ding ist, Patrick? Das heißt, sie weiß low-key, sie hat eine Entscheidung getroffen. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn Antonia sagt, nein, sie möchte das nicht. Von mir kannst du das ruhig sagen, Antonia. Ich sage, nee, darüber reden wir nicht drüber. So, warum? Auf real Basis ist unangenehm. Kannst du mir schreiben? Würdest du mir schreiben? Nein, ich würde einfach so reagieren. Ah, okay, interessant. Okay, ich schreib's dir. Ja? Auf WhatsApp. Mhm. Oha, okay. Nice. Warum schreibst du es mir nicht? Ich glaube, du könntest es nicht vertragen. Komm von deinem Turm runter jetzt. Kommst du oder was? I'm on my way, man. 64, ich bin hier vorne bei Spark. Ja, ich hab ja schon was gesprengt, sind nur 60 über. Drop. Warte mal, chill mal, bleib mal. Mehr habe ich nicht. Und überleg jetzt nächstes Mal, wenn du mich abfangen möchtest. Ganz gut, Digga, beim nächsten ich Mal. Ich hab halt legit nichts gemacht. Ich hasse es, wie jede Folge das gleiche ist einfach, Alter. Patrick will mir mein Haus kaputt machen, wir vereiteln es. Mach Gianni an, ja Mann. Gianni regelt jetzt, Leute. Puh, das war knapp. Aber es hat auch echt geholfen, muss man dazu sagen. Leute, irgendwie tut sie nicht viel an dem Berg. Ich habe echt keinen Bock mehr, muss ich sagen, mittlerweile. Bamt mal bitte, sobald Romatra online geht, dass er das machen soll, Alter, wirklich. Ey, Antonio, was ist eigentlich dein Lieblingslied? Hast du ein Lieblingslied so, was klassisches oder was so? Nee, ja, spontan nichts auf. Rave, du kannst dir ein Lied wünschen und irgendwann. Ich überlege mir was, ja. Irgendwann, wenn wir uns sehen sollten, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Hat Patrick so richtig unangenehm so eine Piano-App dabei und spielt dir richtig crappy was vor und verdrückt sich die ganze Zeit, weil er richtig fette Finger hat und das war's dann. Ich hab nicht so fette Finger, ich hab voll die schönen Hände. Das ist richtige Bauarbeiter, Maurer, sein Vaterfinger. ein Finger von dir sieht aus wie eine Leberwurst, Junge. Wir sehen uns morgen. Ich halte euch auf Instagram aktiv. Da merkt ihr dann, wenn ich wann wo online gehe. Also rüber da, Chat.